Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 13. Tja, in der letzten Folge haben wir jetzt hier das Herz von Cocoon erreicht. Dort drin soll der Falsi Eden und der Falsi Orphan sein. Bartendalus hat uns ermahnt, an unsere Bestimmung zu denken. Er will einfach nur, dass wir das tun, was er will. Okay. Soldaten. Ha! Machen wir doch die mal. Nur Prätorianer. Okay. Müsst ihr immer so viel Schaden machen, das geht mir voll auf den Senkel. So, weg. Los, schocken das Schwein. Okay. Ein Dünaggregat. Sehr schön. So, und jetzt ihr Schatzkekse. Ihr, die ihr nur nervt. Erst der Prätorianer dort hinten. Ja, wenn die uns mal durchlassen würden. Scheiß Walküren. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ach. Lasst uns einfach vorbei. Seid ihr taub oder was? Vorbeilassen. Dankeschön. Another squad. Okay, what are they up to? See? All of them? Just like that? A friendly reminder we're running on borrowed time. Einfach so, die waren nicht mal Lassie. Das ist scheiß Farsi. Okay, der Schatz hier noch. Kraftfäustlinge, hm? Was bewirken die? Angriffskraft steigt um 150. 1190. Eher was für sie. So. Ach, was soll's. Wir nehmen das andere auch noch. Weil Gantenreife waren der jetzt. Hier. So. Lightning soll Schaden machen. Okay. Dieses Seath hier geben, glaube ich, sehr wertvolle Beute ab. Ich glaube, die lassen nämlich Rotlegierungen fallen. Und die brauchen wir schließlich für unsere Waffen. Analysieren wir mal die Sakrions.
Halbiert physische Angriffe. Okay, scheiße. Bang ist gerade ganz schön im Arsch. Ew. Na los, weg mit diesen hässlichen Zuständen. Halt. Na, zu spät. Wow. Okay, die halten einen ganz schön auf Trab hier. Kommen die auch noch mit dem Todzauberspruch? Das ist ja wohl unter aller Sau. Aber die haben selbst auch ganz schöne Debuffs drauf. Ich habe jetzt mal das Wort benutzt. Ich sage immer sonst Negativzustände. Okay. Eine Rotlegierung. Im Wert von 100.000 Gil. Ich weiß nicht, können wir die verkaufen für 50.000? Weil, wenn die hier sowieso schon fallen lassen, würde sich das doch anbieten, um ein bisschen Geld zu kriegen. Nee, für 7.000. Was soll das denn? Ja, trotzdem. Ist eigentlich immer noch eine Menge Holz. Ich glaube, das Gebiet, wo wir jetzt sind, zählt auch schon zu denen, wo wir später immer wieder hin zurück können. Okay, die haben wirklich keine gute Sicht gerade gehabt. Wenigstens einen von denen erledigen. Sehr schön. Mach hier keinen Mist mit diesem scheiß Tod, hä? Dem Zustand, nicht dem anderen. Okay. Ach, du bist doch. Ruin reicht. Okay. Ah. Und noch eine Rotlegierung. Oh nein. Wieder diese Viecher. Wir gehen dran vorbei. Ich schätze. Oh nein, da ist der Stolzrobo. Ja, Grosch wird wieder da sein. Ah, okay, ihr überwacht den Schatz. Gut. Dann kümmern wir uns um euch. Okay, die waren Einzeleinheiten. Uiuiuiui. Einzeln taugen die doch nichts. Ja. Tod und Morbid-Effekt, die haben auch noch viel mehr. Teeball und Gift. Okay, erledigt. Und wieder eine Rotlegierung. Sehr schön.
Eternicum. Hm. Okay, dieses Mal wird der Stolzhorbo von Yara Grosh wirklich bis zum Ende gehen. Also auf geht's. Looks like no one was spared. He really wants us dead. Okay, er hat nicht mal einen Ton gesagt, vielleicht ist er gar nicht drin. Okay, erstmal egal. So, dasselbe Programm in etwa wie beim ersten Kampf gegen ihn. Positive Zustände bei uns, negative bei ihm. Und wir sollten ihn erstmal analysieren. Analysator, so. Uiuiuiui. Ach, der ist gegen alles immun gerade. Ich glaube, das war er auch schon in seiner ersten Phase. Shit! Fein kann nichts tun, um ihn zu schwächen. Ich heile uns, Haupt macht Zustände. Der Rest ist dann nur noch geprügelt. Uiuiui. Jetzt ist er praktisch nur noch durch Zaubersprüche zu erreichen. Na dann los. Halt. Das war jetzt schon viel besser. Los. Bevor er hier irgendeinen Scheiß macht mit seinem aufgeladenen. Los auf ihn. Oh. Okay, er hält jetzt eindeutig mehr aus. Mit 35 Millionen HP. Wohl 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Ja, 35 Millionen. Gut. Ich zähle immer so die Nullen auf. Der erste Schock reicht nicht mehr für die Hälfte. Ne? Ach, und er heilt sich auch noch. Okay. Beim Vergeltungsschlag sollten wir lieber sowas nehmen, wo ein Verteidiger mit drin ist, der hoffentlich jetzt von Hope mal wiederbelebt wird. Alter! Okay, sobald Vergeltungsschlag kommt, sofort auf die Lebenssinfonie wechseln. Das kommt besser. Mann! Scheiß Stolzrobo! So, probieren wir das Ganze nochmal. Protektor. Vitalisator. Ja, auf geht's. Sequenz überspringen wir. Da ist eindeutig Yara Grosh drin.
Komm schon. Okay. Wir haben ihn gerade mit Nachsitzen in die Luft befördert. Der ist völlig wehrlos im Moment. Komm schon. Wir gehen jetzt schon mal auf die Lebenssinfonie. Der heilt sich aber auch fast kaputt. Hilft es ja mal, wenn wir Banga einwenden, um seine Zustände wegzuprügeln. Das blockt er. Toll. Aber unsere sind dafür weg. Bin ich ein bisschen beschissen jetzt. Okay, scheiß was drauf, dass er jetzt im Schock ist. Ohne unsere Zustände überleben wir das hier nicht. Geldumschlag. Shit! Heilung, verfluchte Scheiße! Also es gilt einfach nur, diesen Vergeltungsschlag zu überleben. Weiter. Distortionsmodus. So. Dadurch, dass er jetzt in D-Protest und D-Ball ist, können wir ihn vielleicht doch erledigen. Ich hab den echt nicht so tough in Erinnerung. Versuchen wir einfach immer weiter. Wir müssen da seine Energie aufladen, ja? Oder uns. Los jetzt. Los.
aus. Das können wir schaffen. Reißt euch jetzt zusammen, verflucht. Hübsches Kämpfchen. Jawohl. Wir haben ihn. Boah. Das war mein guter Gegner. Königswehr und Pharmazentrum Eden. Der letzte Laden müsste das sein. Rush, it's over. One of my soldiers. I see. Why are you doing this, Rush? I mean, haven't you done enough? Enough? Under Falci orders, I've orchestrated mass murder. All to answer the fears of a panicked populace. For a people utterly dependent on the Falci. It was the only solution I could offer. Even if that solution was a farce. Then, you knew the Falci were using us? I believe their rule was best for Cocoon's present and future prosperity. But it seems I misjudged their benevolence. If this is my punishment, I accept it. So, you're just gonna let everything go to hell, is that it? You're right. One thing remains. This is SCICOM Director Rosh. Attention all SCICOM and Guardian Corps units. Suspend the sea operations. I repeat, suspend the sea operations. All units should focus their efforts on evacuating the civilian population. I do not issue this order as an absolute. You are free to make the choice. Rosh! Go. You're here to save Cocoon, aren't you? Or was that a farce as well? Stay alive. We'll see you when it's over. I'll trust in your humanity, Lissy. The fate of Cocoon is in your hands. This is my end. The end which I have chosen. Okay, ein Mann von Ehre, trotz seines, naja, Starrsinns. Rosh ist damit tot. Die Geschichte. Die Ehre eines Soldaten, ja. Als der grelle Blitz verlischt, sind die Soldaten zu Seath geworden. Die Farsi haben sich der nutzlos gewordenen Menschen entledigt,
indem sie ihn kurzerhand ihre Seelen raubten, ohne ihn als Lucie eine Bestimmung aufzutragen. Rosh, der als einziger überlebt hat, verteidigt seine Folgsamkeit gegenüber den Farsi. Er hegte durchaus Zweifel an den Absichten der Farsi, doch sein oberstes Ziel, Frieden und Sicherheit für Kokoon, war ohne die Farsi nicht denkbar. Für das Wohl der Allgemeinheit war Rosh gewillt, sich mit kaltblütigen Aktionen wie der Purgation und der Lucie-Jagd die Hände schmutzig zu machen. Er erkennt nun seine Fehler, doch er ist und bleibt ein Soldat. Für ihn gibt es nur einen Weg, sein Leben zu ändern und für seine Taten zu büßen. Den Weg in den Tod. Der Bürgerkrieg unter den Menschen geht seinem Ende entgegen, doch die Gefahr für Kokoon ist noch nicht gebannt. Kokoon kann erst wieder aufatmen, wenn Bart Tantalus besiegt ist. Ja, der zieht ja hier die Fäden. Wir haben 100.000 KP bekommen, aber wir werden uns erst in der nächsten Folge damit beschäftigen. Wer weiß, wo wir hier überhaupt jetzt wieder hinkommen. Müsste jetzt zum Farsi Eden oder Farsi Orphan kommen. Also, wir werden es in der nächsten Folge rausfinden. Bis dahin. Tata!